Hallo zusammen und willkommen zurück zum zweiten Teil der Hartmut-Challenge, beziehungsweise dritten Teil, würde ich sagen. Der Stream zählt ja mit dazu. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier noch ein kleines Hallo an meine englischen Freunde oder englischsprachigen Freunde. Hello and welcome to the next episode of my Dinkum-Hartmut-Challenge. Thank you for stopping by and I hope you enjoy this video. And yeah, stay tuned. Okay, los geht's. Was machen wir heute? Wir müssen noch einen dritten Bewohner auf die Insel bekommen, damit wir die Quest für diese Woche, drei Bewohner einziehen zu lassen, dass wir die auch schaffen. Aber gucken wir mal, was wir hier haben. Theo ist da mit seinem Museum. Fantastisch, würde ich sagen. Was will er denn hier von uns? So. Okay, er sagt jetzt schon mal hier, wie sieht das aus mit dem Museum? Der will natürlich auch direkt einziehen. Das ist wunderbar, dass wir hier gleich Theo haben. Das ist perfekt. Das heißt, wir können also hier der lieben Fletch noch die Deed aus den Rippen leiern. Ach so, wir müssen erstmal... Wir müssen erstmal unsere Schulden bezahlen. Verdammte Axt. So, aber daran soll das jetzt nicht scheitern hier. So, sammeln wir erstmal hier das Gratisfleisch ein. Und dann haben wir doch irgendwo die Kohle hingeschmissen. Da ist er auch schon. 40.000 haben wir noch. Achso, Moment. Zack. Die müssen hier ins Portemonnaie. So, dann können wir jetzt noch schnell die Schulden bezahlen. Zack. So, Donate. 9.000 haben wir nur noch. Also ihr seht, ist jetzt gar nicht mehr so viel gewesen. Perfekt, würde ich sagen. Und jetzt können wir aber Fletch nach der Baugenehmigung fragen für das Museum. So. Museum wollen wir haben. 125.000 to go. Ich würde sagen, das kriegen wir hin. Nur, jetzt müssen wir uns natürlich auch mal überlegen, wo wir denn... Ja. Dankeschön. Kriegen wir erstmal die Deed. Ja. Prima. Vielen lieben Dank, Fletch. So, jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal gucken, wo wir denn das Museum platzieren möchten. Wir haben hier unseren lieben Kumpel John. Das Museum hätte ich gerne auf jeden Fall. Jetzt frage ich mich, ob ich das Museum vielleicht hier daneben stelle. Könnte tatsächlich ganz nett aussehen. Oder stelle ich es hier weiter vorne hin? Nicht ganz sicher hier. Also Fletch, also das Rathaus würde ich schon gerne irgendwie hier so ziemlich in der Mitte platzieren. Vielleicht machen wir das Museum tatsächlich einfach daneben. Oder? Das könnte man vielleicht nochmal etwas höher machen als das hier. Da haben wir natürlich einiges zu tun. Oder wir stellen es erstmal hin, damit wir den Bewohner haben. Das schaffe ich ja sonst nie in einer halben Stunde hier. Okay, ich würde sagen, hier, jetzt wird nicht lange gejammert. Auf geht's. Erstmal ein bisschen Holz hacken. Es ist auch für mich wieder eine totale Umgewöhnung, hier nur die Basics zur Verfügung zu haben. Oh, und vielleicht noch ein Hinweis. Ja, wir haben gesehen im Stream, wir haben ja hier die Fackeln stehen. Und die Fackeln sind für die Bewohner wie Zäune. Das heißt, unsere Villager, also Fletch und so, können hier gar nicht durch. Die können hier also nicht abhauen. Wenn die allerdings sich irgendwie außen herumtreiben und wollen dann wieder zurück, dann kommen sie nicht rein. Das ist auch der Grund dafür, warum ich hier eine Lücke habe. Das bleibt hier auch offen, damit die Bewohner wieder zurück ins Dörfchen kommen. Das ist sonst einfach ein bisschen doof. Da habe ich nicht dran gedacht. Aber... okay, ich denke, damit kann man leben. Warum haben wir keine Spitzhacke mehr? Weil die kaputt ist, ne? Ist ja klar. So, dann gucken wir hier nochmal nach Post. Was haben wir hier? Ach ja, unsere Moneten. Die Fallen müssen wir dann später wieder aufstellen. So, ach so, zu John wollte ich, genau. John, wir haben Samstag, das ist gut. Oh, hier, Federn können wir erstmal mitnehmen. So, das hier... können wir John verkaufen. Die haben wir nämlich. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir auch unsere Dailies wieder machen. Also, dann würde ich sagen, quatschen wir ihn erstmal an. Er möchte gerne das Fleisch haben. Das kann er haben für 2.000. Das nehmen wir doch mit. So. Und jetzt verkaufen wir ihm ein bisschen was. Die Samen verkaufen wir. Wir werden später noch genug Samen bekommen. Da mache ich mir überhaupt gar keinen Kopf drum. Ja, das hier gibt uns ein bisschen Gesundheit. Die Marmelade, die verkaufe ich. Das, was Energie gibt, hebe ich aber auf jeden Fall auf.
Die können wir jetzt hier auch mal vertickern, würde ich sagen. So. Also wir müssen schön Früchte sammeln, damit wir die Marmelade herstellen können. Das lohnt sich. Hier haben wir dann noch die Pickaxe. Haben wir die auch. Wunderbar, wunderbar. So, mehr kaufen wir aber hier nicht. Unser Bugnet ist noch in Ordnung. Okay, nochmal ganz kurz hier Gedanken machen. Wenn wir das da hinstellen. Oder hier so versetzt hin. So ein bisschen tiefer. Und dann könnten wir hier hinten vielleicht so einen kleinen Park oder sowas machen. Aber dann müsste Fletch irgendwo da vorne stehen. Oder das Museum doch ein bisschen tiefer? Gute Frage, ne? Okay, wir machen das jetzt erstmal hier weg. Das schmeißen wir mal hier rüber. Und wir haben ja auch Rezepte für neue Wege bekommen. Die können wir vielleicht dann auch ganz gleich nochmal anschauen. Wie groß war nochmal das Museum? War das 5x5? Schauen wir mal. So. Okay, gleich so daran. Weiß ich nicht, ob ich dazu möchte. Oder wir drehen das. Auch nicht verkehrt, ne? Wenn man das so ein bisschen dreht, dass da der Eingang ist, dann könnte man hier wirklich einen schönen Weg machen. Ich glaube, so machen wir das. Wir gucken jetzt mal nach den Wegen, die wir herstellen können. Oh, und ganz wichtig, Lizenzen. 2.300 haben wir. Mal gucken. Also hier haben wir die verbesserten Fallen. So, hier haben wir dann, da könnten wir dann Hühner bekommen. Hier können wir Zäune machen. Brücken. Und hier hätten wir dann ein Boot und sowas, ne? Aber... das Keck wäre vielleicht auch nicht schlecht. Dann können wir zumindest... ich weiß nicht, brauchen wir das jetzt schon, wenn wir das Keck hätten? Oder nehmen wir erstmal die kleinen? Also ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall mal hier die... so, dann können wir schon mal die kleinen Tierchen, die Hühner zumindest schon mal halten. Und wir können hier schon mal unseren Tools, also unseren Werkzeuggürtel schon mal vergrößern, würde ich sagen. Was haben wir noch? 1800. Trapping License brauchen wir nicht. Hier können wir unsere Taschen vergrößern. Also das machen wir natürlich auf jeden Fall. Wir kennen ja das Problem. Und ansonsten, das ist mit den Zäunen hier. Ich glaube, die Zäune nehme ich auch immer noch mit. Gucken wir mal, was wir kriegen. Genau, alle Zäune. Ist natürlich auch Gold wert. Und hier kriegen wir... ach ja, genau, die Schilderlizenz, die kriegen wir jetzt. Die könnten wir noch nehmen, aber ich glaube, die brauche ich gerade nicht. Aber mit dem, ach genau, hier, da haben wir das. Die Waterbeds, die können wir machen mit den nächsten 1000. Also ich glaube, wir sparen da jetzt auch mal ein bisschen hin. Jetzt gucken wir nochmal nach den Böden, die wir bauen können. Das Museum sollte einen schönen Boden unten drunter haben. Man könnte Zement nehmen. Oder halt der Brick Path, der ist jetzt auch nicht so schlecht für das Museum. Zement. Dafür brauchen wir halt Steine, da müssten wir Steine sammeln. Das ist kein Problem, weil das Steinding, das haben wir ja. Also das Teil, was Steine zerstört. Ich würde sagen, wir essen jetzt mal hier. Wie spät ist das? 12 Uhr, da lohnt sich das Essen. Dann müssen wir jetzt hier mal den Dockspawner, den müssen wir wegmachen. Und wir sammeln mal hier die Steine ein. So, damit wir gleich Zement herstellen können. So. Würde ich sagen. Oh, guck mal hier, unsere Wattleflowers sind auch alle nachgewachsen da.
Können wir gleich wieder einsammeln gehen. Das ist natürlich super. Desto mehr Tee können wir machen. Und Marmelade können wir natürlich hier mit den Limetten machen. Das ist ja auch ganz wichtig. Aber jetzt versuchen wir es erstmal mit Theo. So, das ist unser heutiges Ziel. Nicht das Sammeln, sondern das Platzieren des Museums. Auch alles mit. So, das war daneben. Die Knochen nehmen wir auch erstmal mit. Und ich denke, ich werde auch hier am Museum wieder so eine kleine Ausgrabungsstätte machen. Ich denke, dafür habe ich ein bisschen Platz. Das kann man, sag mal, sehen. Wie viele Steine haben wir jetzt? 12, okay. Damit können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Ich würde sagen, wir müssen mal was trinken hier. Das packen wir mal weg. Hier haben wir den Tee. Da ist nichts dran. Die habe ich schon eingesammelt. So, jetzt trinken wir mal ein Teechen. Schmeißen wir hier die Steine rein. Machen mal eben Zement. Wobei ich in der Zwischenzeit auch erstmal angeln gehen, sammeln gehen könnte. Wir brauchen Holz. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir müssen ja doch noch ein paar Bretter machen. Und ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viel wir denn eigentlich hätten. Und dann müssen wir nochmal hier nach der Tagesaufgabe gucken. Wir würden 100 kriegen, wenn wir neuen Dings machen, einen neuen. Na, ein neues Werkzeug. Dann nehmen wir die natürlich auch mit, ne? Ganz klar. So, den hier hacken wir mal weg. Die können wir dann auch mal hier anfangen zu bestücken. Also zumindest den Teleporter hier vorne. Denn die grünen Items, die hier drücken natürlich. Naja, das heißt, sie drücken. Aber die brauchen ja doch ein bisschen Platz in den Kisten. Und wir wissen ja, wir sind begrenzt auf 4 Kisten. Und übrigens, weil ich die Frage gestellt bekommen habe. Es gibt bei Fletch ja die Kiste. Und naja, im Spiel vorgesehen ist diese Kiste bei Fletch dafür, dass wenn man bei Freunden ist oder beziehungsweise umherreist, mit Freunden zusammen spielt, dass man hier ein temporäres Inventar hat, was man quasi auf den Reisen nutzen kann. Ich wurde gefragt, ob bei dieses Inventar auch mit dazu zählt zu den 4 Kisten oder ob es verboten ist, das überhaupt irgendwie zu benutzen. Und ich kann dazu nur sagen, ich werde es definitiv nicht benutzen. Ich spiele das so, wie es vorgesehen ist. Ich habe das vorher auch nicht anders gemacht. Für mich ist die Kiste bei Fletch einfach nur ein temporärer Speicher. Also wenn es sich für euch wie Cheaten anfühlt, diese Kiste zu benutzen, dann benutzt sie bitte nicht. Letztendlich müsst ihr das wissen. Ich meine, ihr seid erwachsen genug. Gehe ich doch mal von aus, ne? Und da könnt ihr das selber entscheiden. Also ich würde es nicht machen. Aber verboten ist es jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, das entspricht nicht dem, was ich halt Dingem spiele, ne? Oder wie es halt vorgesehen ist. So, jetzt kriegt erstmal hier, aua, das Kroko eins auf die Mappe, hoffe ich. So, wenn es uns nicht vorher kaputt macht. Oh Gott, ich muss mal eben schnell Kamillentee trinken hier. Komm, kriegst du eins auf die Mappe hier. Gut, dass wir noch so eine olle Marmelade in der Tasche haben. Oh. Mann, man macht ja überhaupt gar keinen Schaden mit dem Ding. Na, das gibt's doch nicht. Hallo? So, jetzt. Mann. So, aber wenigstens haben wir 2 Krokofleisch und hier haben wir Applejam. Was essen wir jetzt? Wunderbar, haben wir wieder ein bisschen Leben mehr. So, und der Schmetterling hier, der kommt jetzt mit. So. Holz. Holz brauchen wir noch. So, hier vorne sind noch Steine, die nehmen wir noch mit. Damit wir gleich mal ein bisschen mehr Zement machen können. Ach ja, da vorne haben wir ja noch unseren Bienenstock. Den müssen wir natürlich auch mitnehmen. Wie viel Inventarplatz haben wir? 4, okay. Okay, das bringen wir mal schnell zurück. Dumm-di-dumm-di-dumm. Das ist eine olle Spinne.
Gehen wir gleich noch mal ein bisschen was bei John vertickern. Die Knochen, die verkaufen wir mal. Die Federn. Die Krokodilzähne. Ja, die heben wir natürlich. Die heben wir, glaube ich, auf, weil wir vielleicht ein anderes Rezept bekommen. So. Jetzt hieß es, wir können ein neues Werkzeug machen, ne, damit wir noch die 100 Milestones bekommen. Jetzt will ich mal eben schauen, kann ich nicht schon die bessere Pickaxe? Nee, kann ich nicht. Eine Sichel können wir uns machen. Okay, das ist jetzt nicht so zielführend. Eine Sichel wollte ich jetzt nicht. Okay, dann sammeln wir hier die Federn ein und... Oh, Raw Drumstick. Lecker, lecker. Ein bisschen Holz noch und noch ein paar Steine. Das hier ist wieder so ein Dogspawner, den will ich nicht kaputt machen. Wir haben ja immerhin die Chance auf einen raren Hund. Die möchte ich mir natürlich durch das Zerstören nicht verbauen. Ich weiß, man kann sich diese Dogspawner natürlich auch selber wieder aufbauen. Aber es ist ja noch ein langer Weg, bis wir in die Mine können. Deshalb machen wir das mal besser nicht. Oh, guck mal hier. Ich habe sogar hier noch einen Schmetterling. Habe ich gar nicht. Ach, das habe ich gar nicht vertickt bei John. So. Okay. Trinken wir mal noch eins hier. Ich würde sagen, wir gehen mal hier lang. Hier sind noch Steine. Ein bisschen Zinn wäre wahrscheinlich auch nicht schlecht. Also ein bisschen Tin. Ja. Mal gucken. Sind da irgendwie noch Bananen oder so? Nee. Ach, unsere Fallen müssen wir ja auch noch aufstellen. Dann können wir das auch mal schnell machen. Und hier mit unserem Metalldetektor. Okay, na gut, wir schaffen das jetzt alles gar nicht heute. Aber wir kümmern uns hier um Theodor. Wir wollen Theodor. Heute zieht Theodor ein, ganz klar. Das machen wir hier in dieser Folge. Geht jetzt kein Weg dran vorbei. Keine Umwege hier. So, keine Umwege. So, wo sind denn nochmal? Die sind doch da hinten irgendwo, ne? Ich bin doch hier völlig falsch. Genau, darüber müssen wir. So, und unserem Leben geht's auch wieder gut. Oh, hier ist Erz. Oh ja, das haben wir uns auch. Okay, ich nehme noch das Erz mit und dann gehen wir die Vögel einsammeln. Dann kriegen wir morgen auch noch mal ein bisschen Kohle. Aber das Erz nehmen wir hier mit, ganz klar. So, und wir haben ja auch die Chance, dass hier wieder was nachspawnt. Denn dieser Boden hier, ne, der mit diesen kleinen Steinchen, da spawnt immer das Erz an der Oberfläche. Und die Mine haben wir noch nicht. Ich hatte ja auch erst überlegt, ob ich die Mine nicht vielleicht neben John mache. Vielleicht auch nicht verkehrt. Okay, aber wohin kommt dann Theo? Wahrscheinlich wäre es sogar klüger, da erstmal alles abzupflücken. Naja. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Wie man so schön sagt. So. Zack. Dumm-di-dumm-di-dumm. Schauen wir mal, dass wir das hier hinkriegen. So, komm. Und du kommst noch hier hin. Du musst auch... Komm hier. Du musst hier auch... Ne? So, zack. Und tschüss. Oh, Moment. Jetzt aber. Und tschüss. So, erledigt. Haben wir das. Sehen wir hier noch irgendwo Bananen? Truthähne jede Menge. Mangroven haben wir nichts von. Nee. Okay, dann gehen wir darüber. Da war noch irgendwo Erz. Okay, nicht da lang. Ich möchte mich jetzt ungern mit dem Varimo anlegen. Viel Energie haben wir auch nicht mehr. Gucken wir mal. Die Qualle, da hat uns auch schon auf dem Kicker.
Hier vorne ist Erz. Das Erz nehmen wir noch mit und dann gehen wir zurück. Mit ein bisschen Glück hauen wir uns jetzt nicht die Hacke kaputt. Und kriegen vielleicht noch das Rezept für... Mal gucken, vielleicht für die bessere Axt, dass wir halt... Oder für die bessere Pickaxe, so muss man sagen. Ich glaube, das gibt's bei der... Wann gibt's die denn nochmal? Okay, da kommen wir so nicht hoch. Oh, da unten ist auch noch was. Ach, guck mal hier, da sind auch noch Varimos. Oh. Ach ja, das haben wir uns auch markiert. Da können wir uns vielleicht noch einen Animal Collection Point bauen. Okay. Dann, wie spät ist es? 6 Uhr gleich. Gehen wir schon mal hier auf die andere Seite. Unser Energiehaushalt ist ja auch noch nicht so gut. Einfach so da reingehüpft. Zurück. Nehmen wir hier noch alles mit. Was hier so rumliegt. So, hier liegt noch was rum, das nehmen wir auch mit. Dumm. Jetzt kann man hier schon sehr schön sehen, dass unsere Spitzhacke eigentlich auch gleich einen Geist aufgibt, wenn wir jetzt noch ein paar Mal irgendwo drauf rumkloppen. Das heben wir uns mal eben auf. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo wohnen wir denn? Wir wohnen da hinten. Das ist also noch ein kleiner Weg. Schmetterling, du kommst mit. Jawohl. Zurück geht's. Den Raren runter haben wir jetzt hier nicht. Das ist okay. Das ist schade, aber wir haben ja sowieso kein Hundehalsband. Da wäre es jetzt auch nicht so wild. So. Okay. Nochmal. Kommen wir nochmal ganz kurz darauf zurück. John ist jetzt schon raus. Okay. So, das Museum. Wenn wir die Mine hätten, die würde ich hier tatsächlich einbuddeln, dass man damit eine Treppe runter muss. Und die Mine ist 3x3, also quasi 1, 2, 3. Dann machen wir 4, 5 für Platz. Und hier stellen wir dann Theo hin. Okay. Zement. Und ein Werkzeug sollen wir herstellen. Was machen wir denn? Machen wir mal den Speer. Tinbar und Gumwood Plank. Würde ich sagen, ne? Ist wahrscheinlich ganz gut, wenn wir den Speer machen. So. Das müssen wir uns in die Tasche packen. Das packen wir erstmal hier rein. Können wir uns aufs Feuer schmeißen. So, dann brauchen wir Gumwood. Für Theos Museum brauchen wir das hier gleich. So. Dumpti-dumpti-dum. So, fertig. 4, da können wir schon mal 16 mitmachen. Zement. Da, den Speer machen wir. So. Okay, wo ist unser Boden? Da ist der Boden. Da haben wir die Diet. Gucken wir jetzt nochmal. So, 1, 2, 3, dann haben wir gesagt hier. Direkt angrenzend. Oder doch einfach so. Da hätten wir noch 3 dazwischen. Okay. 2, 3, 4, 5. Mal eben gucken, ob das passt. Okay, da muss noch einer hin.
6. Ich glaube so. 5 mal 6, haut das hin? Ja, das ist korrekt. Okay, noch ein bisschen Zement machen. Das machen hier unsere Bäumchen, denen geht's auch gut. Zack, haben wir noch irgendwas, was wir da reinwerfen können? 10. Ah ja, hier können wir noch mal ein Tierchen machen. Zack. Schmeißen wir das jetzt auch wieder da rein. Und wir haben ja noch Krokofleisch. Da ist das Krokofleisch. Was? Es gab nur ein Krokofleisch? Oh, aber ein mageres Krokodil. So. So, fertig. Haben wir jetzt 2 Säckchen? Ja klar, natürlich. So. Hier sind wir falsch. Wir donaten schon mal ein bisschen was. Ich würde mal sagen, wir machen mal 50.000. Zack. So. Jetzt habe ich natürlich, ich truller, ne? Ich habe nicht aufgepasst, ob das reicht. Ich glaube, das reicht. Da sieht man das, also das Museum. Ich weiß, dass das links und rechts irgendwie draufsteht, aber so müsste das gehen. Zack. Da stellen wir das hin. Und dann haben wir hier... Ach, Zement brauchen wir dafür. Okay. Naja, da machen wir schon mal die Bretter rein. Wir brauchen 10 Zement und 16 Nägel. Alles klar. Dumm-di-dumm-di-dumm. 10 Zement und 16 Nägel. Haben wir 16 Nägel? Naja, hier nicht. Das packen wir mal wieder hier rein. 5 Nägel haben wir. Okay, Tinbars haben wir aber. Das dauert jetzt einen Moment, bis wir die hier haben. So, ihr nehmt ja auch alle fleißig an der, oder einige von euch nehmen ja an der Hartmut-Challenge teil. Wie gefällt euch das bisher? Ist das ein gutes Konzept? Also ich finde schon, mir macht es jedenfalls riesig Spaß. Ich finde es sehr schwer auszuwählen, wo man was hinstellt auf dieser kleinen Fläche. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis und ich bin auch sehr gespannt darauf, welche Quest wir für nächste Woche bekommen. Ihr wisst, am Freitag ist die Auflösung. Und am Freitag gibt es die neue Quest und da kriegen wir dann eben auch die Belohnung. Ich denke, ihr werdet euch sehr über die Belohnung freuen. Hoffe ich. Nee, ich bin mir ganz sicher. So, 4 Stück brauchen wir noch. Das ist nämlich ziemlich gut. Und ich habe auch, also wenn euch das gefällt mit der Hartmut-Challenge, ich habe auch noch weitere Ideen für Quests, die wir dann machen können. Aber jetzt schauen wir erstmal, wie das hier so läuft nach unseren 8 Quests. Gut ist oder ob das noch ein bisschen anpassungswürdig ist. Aber ich glaube, geht ganz gut. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ja, es kam dann auch noch eine Frage zu dem Tümpel. Also ihr müsst natürlich auch, oder ihr solltet einen Tümpel haben. Wann ihr den baut, ist aber eigentlich auch völlig egal. Manche von euch überlegen sich das vorher, wo sie irgendwas hinstellen. Ich denke, ich werde das hier so im Verlauf des Spiels machen. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier mein Haus und auch das Rathaus irgendwie noch wegbekomme. Und naja, die Campsite, also hier das Campingding, das steht jetzt natürlich auch ein bisschen im Weg. Aber gut. Vielleicht ein bisschen ungünstig hingestellt alles. Aber naja, das wird schon. So. Jetzt haben wir nur 6, 13 haben wir. Okay, das passt. Dann machen wir noch die Nägel. Wo sind die Nägel? Da unten sind die Nägel. Auf jeden Fall 2 Stück machen. Dann haben wir 16. So.
können wir hier den Rest halt reinpacken. Und jetzt wird Theo gebaut. Also, damit haben auch wir hier unseren dritten Bewohner, unseren Kumpel, unseren lieben Theodor. Also super, ich habe es also auch geschafft, die erste Quest erfolgreich zu erledigen. Und ja, dann geht es halt eben am Freitag weiter mit der Auflösung. Dann sehen wir auch, wie das hier bei Theo aussieht. Und ich glaube, ich werde das hier schon mal jetzt ein bisschen hübsch machen. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Bis Freitag.